Hallo Leute, ja, herzlich willkommen auf dem Kanal und ihr seid in Rimworld und wir haben hier die Redrunnerin, die ja angeschlagen war, aber die ist auf einem guten Weg der Besserung. Wie wir sehen, sie hat nur noch einen leichten Blutverlust, das kriegen wir bestimmt bald auch in den Griff. 20% steht da, das geht bestimmt auch in dieser Folge noch weiter runter. Sie hat noch starke Schmerzen, hat hier aber schon mit Sehen, kann sie schon wieder Blut. Reinheit ist 100%, Blutproduktion ist 100%, Verdauung. Das heißt, es geht alles sehr, sehr gut voran. Atmung ist noch ein bisschen angeschlagen, aber das ist mit 87% noch vertretbar, denke ich. Und die Werte werden wahrscheinlich auch noch hochgehen. Ich würde sagen, ihr guckt das Logo und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, die Red Run, ne, die Paige, die macht gerade was zu essen. Das ist schon mal gut, weil wir gar nichts mehr haben. Da sind noch Kartoffeln, oder? Ja, 37 Kartoffeln, frisch gekühlt, verdirbt in 1,2 Jahren. Okay, Kartoffeln halten länger. Was ist das hier für ein Vieh? Okay, das ist ein toter Truthahn. Zerfällt nicht überdacht draußen. Ja, kann ich den irgendwo weglegen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe auch die Vermutung, dass sie gar keine Ahnung hat, wie man den kocht oder sowas, ne? Ne, Bedürfnisse, Körper, ne, Bedürfnisse. Ne, wo war das? Bio. Kochen ist, ach so, sie kann sowieso nicht so gut kochen. Wahrscheinlich ist sie unsere Köchin, ne? Nee. Dann wäre Veli unser Koch oder was? Was macht er? Er macht Dingensglätten. Ne, der hat Kochen 1. Kochen 2 und Redrun hat 3. Ne? Das Redrun ist eigentlich unsere Köchin. Ne? Super. Die ist leider angeschlagen im Bett. Ist denn schon was besser geworden? Ja, hier sind jetzt Atmen nicht mehr 87, schon 90. Also das geht schon mal gut voran. Hier sind Blutverlust nur noch 16, das war 20. Okay, aber das Essen, das kommt, das ist jetzt die dritte Portion zum Essen, das ist schon mal richtig gut. Und sie kann hier an der Fackel vorbei, weil das ist mir letztens aufgefallen, dass ich da natürlich super die da hingesetzt habe, ne? Kann man die, ja, abreißen, kann man die versetzen? Nicht. Aber ich lasse die da jetzt mal sitzen. Was macht das Lagerfeuer? Da kannst du nur einfache Mahlzeiten kochen, die brauchen wir nicht. Was macht er denn jetzt hier? Entspannt sich sozial. Reinige mal den Haftsaal. Und dann kannst du hier mal priorisieren wir mal glätten im Gebiet, damit sie da ein bisschen mehr von hat. Die kann ich jetzt aber auch nicht irgendwie mit ihm was interagieren, ne? Geht nicht, leider. Haben wir hier keine Aufgaben mehr? Haben wir noch andere Möglichkeiten hier? Nicht wirklich, ne? Das bringt uns dann nichts. Was ist beim Forschungstisch? So, die Forschung ist ja hier, die ist zur Hälfte irgendwie fertig. Schmieden ist das. Funktioniert gerade nicht. Okay, er macht jetzt eine Wand hier schon mal glatt. Das ist ja schon mal etwas. Und sie ist die ganze Zeit am Essen machen, ne? 4 Portionen sind das. Wie sind denn die Temperaturen hier im Raum? 19. Hier sind es 17 und dort sind es 20, okay. Achso, der war dafür da, dass das da ein bisschen besser vorrat. Arbeitsgeschwindigkeitsfaktor plus 6. Warte mal, kann man das dann hier auch machen? Wahrscheinlich eigentlich, ne? Ach komm, ist erstmal egal. Die sollen erstmal hier so weitermachen. Kocht einfache Mahlzeit. Ja. Was macht sie dann? Noch mehr Essen holen. Nee, du machst jetzt erstmal hier gerade zwischendurch mal sauber. Ist ja doch wieder überall hier schmutzig, ne?
Ist das hier auch noch schmutzig? Reinige Speiseraum, das ist schon richtig so. Und hier ist auch noch schmutzig, ne? Okay. Küche bitte auch noch reinigen. Und dann schauen wir weiter. Was macht Redrun? Noch keine 100 insgesamt. Hier 90. Da ist es Hören ist besser geworden auf 91. Und hier Bewegen und Arbeiten ist von 56 oder was es auch immer war, schon auf 70 gestiegen. Das ist schon mal gut. Ja. Wo ist denn Redrun hier mit Zeitplan? Haben wir die ganz rausgenommen? Ich glaube schon, oder? Heimat unbegrenzt. Ne, die haben wir, glaube ich, nicht rausgenommen. Okay, aber das ist ja alles gut. Lass das mal so. Ah, Wedi macht jetzt Essen. Weiß nicht, ob das gut ist. Aber sie hat Kartoffeln irgendwie. Trainiert Hase. Mit Kartoffeln oder was? Er hat jetzt nochmal Essen gemacht. Jetzt haben wir wieder 5. Er isst. Sobald er jetzt hier sein Essen auf hat, wird er sie mal füttern. Page kocht noch mal eine Runde. Ist schon wieder dreckig, ne? Wie sieht's denn mit Essen aus? Hatte sie denn Hunger? Ach, kann man hier gar nicht sehen. Da bin ich an der falschen Stelle, ne? Ah, das ist hier jetzt schon mal mit 6 besser, oder was? Naja, wird schon werden, oder? Was macht denn unsere Batterie? Okay, die wird noch nicht so richtig voll, ne? Ist zwar was drin, aber nicht so ganz so dolle. Er geht wieder Essen kochen und sie kümmert sich ums Häschen, ne? Trainiert Hase 5, weiß ich nicht, ob das jetzt nötig ist. Machen wir hier wieder Küche sauber. Der Raum ist nicht schmutzig, hier ist aber schmutzig. Reinige Werkstatt. Okay. Danach darfst du schlafen gehen, wenn du dahin gehen wolltest. Ja, sieht so aus. So, sie schläft. Sie erholt sich noch. Das ist immer noch was für uns hier. Blutverlust, nur noch 3,1%. Das heißt, das geht gleich voran. Sie ist bald bei vollem Bewusstsein. Hier sind schon 72 ist das niedrigste mit der Bewegung. Okay, das sieht aber alles gut aus, ne? Ich weiß jetzt gar nicht hier. Ich müsste. Ah, kriege ich das denn jetzt hin? Kann man hier irgendwo was? Da sehe ich nur das. Ich hätte gerne vielleicht Verbände nochmal gewechselt, aber irgendwie geht das wohl nicht, ne? Na, ist ja auch jetzt halb so wild. Hier haben wir noch einiges an Essen, das ist schon mal gut. Hier ist auch Medizin, okay. Okay, in 25 Jahren verdirbt das erste, bis dahin haben wir schon gebraucht. Aber alle schlafen, das heißt, wir können mal Vollgas machen.
Vielleicht machen sie es auf Stufe 2. Ja, wird's wieder Tag. Fisch läuft schon, aber ich lasse mal auf 2 laufen. Wo geht sie hin? Essen machen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt verkehrt, ne? Ist wohl Frühaufsteher, ne? Aber Red Run macht das beste Essen von den dreien, ne? Ist denn ihr Wert vielleicht schon besser geworden? Na, warte, dann, sie isst gerade. Jetzt habe ich den Stuhl erwischt, na super. Na komm, dann geh mal an Herd, da kann ich dich abklicken. Kochen immer noch 2, okay. Vielleicht sollten wir hier mal noch einen Raum ausheben oder so. Was war das jetzt? Wenig Nahrung, wir kümmern uns doch gerade drum. Hätte denn, also, ja, aber das ist doch jetzt bald weg, der Zusammenbruch hier, oder? Blutverlust ist schon mal durch. Warte, wenn ich länger drauf bleib, dann kommt das auch, ne? Geht das weniger? Ja, eins ist jetzt zum Beispiel weg. Linker Arm, der ist ja gleich bestimmt schon gesund. Jetzt ist gerade wieder was verschwunden. Linker Ohr, linker Arm ist weg. Linker Ohr wird jetzt als nächstes weggehen, ne? Ja. Sehr schön. Abgeheilt. Also hören muss 100% sein, ist es auch. Ah, hier ist die rechte Lunge noch mit 1,3 unterwegs. Aber der Oberarm ist mit 0,2, der Kopf ist mit 0,2 und die rechte Schulter ist auch 0,2. Also das wird alles. Jetzt ist der Herd frei, jetzt kann sie da wieder hin. Oder wie läuft das hier bei euch? 7 Nahrung. Das klappt erstmal, ne? Was haben wir hier? Jade, okay. Wie lange braucht sie denn da noch im Bett, dass sie da liegen bleibt? Bis das hier alles weg ist? Ja, das rechte Bein ist am schlimmsten noch. Okay. Das Fohlen ist tot. Warte. Hey, ich wollte. Muss er jetzt weg? Oh. Shit. Shit, das Fohlen ist gestorben. Wie kriege ich das jetzt hier weg? Genauso wie ich diesen Truthahn nicht wegkriege. Muss ich doch hier irgendwo so eine Zone haben, wo ich das ablegen kann, ne, oder? Hatte ich die nicht schon gemacht? Eine Abfallzone. Ist das hier eine Abfallzone? Komm, machen wir mal hier in die Abfallzone. Rocken? Nee, will ich da nicht haben. Tierleichen will ich da auch nicht haben. So passt's. Also menschliche Leichen, so. So, jetzt
Schlafen die gerade wieder? Ja, okay. Dann mal Vollgas. Und dann wollen wir gucken, dass die Leichen weggeräumt werden. Totfohlen, ja. Das Fohlen muss da weg. Oh, Red John ist wach. Sie kann selber essen gehen, das ist gut. Sie vollkommen geheilt? Tatsächlich, sie ist vollkommen geheilt. Das ist schon mal gut. So, wir müssen wieder langsamer gerade mal machen. Den Truthahn bitte einmal wegtragen. Den will ich hier nicht in der Nähe mehr haben. Und das Fohlen bitte auch. Wieso geht das jetzt nicht? Ja, das wüsste ich jetzt gerne, ne? Den Truthahn habe ich weggetragen, aber wie kann ich jetzt da einlagern von... Sind da alle Tierleichen drin, oder? Pferd ist auch drin, oder keine Ponys? Zum Aufklappen ist da nichts mehr. Tierische Produkte. Ja, wie kriege ich das da jetzt hin? Was ist das hier so hell? Ist hier irgendwie sowas wie Schnee oder was? Draußen 8 Grad, okay. Ich weiß nicht, wie ich das Pony wegkriege, keine Ahnung. Vielleicht hat er eine Idee. Ach so, das ist verboten vielleicht. Aha, da ist das Problem gewesen. Hier gibt es keine Fackeln mehr. Redwin macht da schon mal weiter. Kann Billy mal hier... Brauchen wir mehr Licht hier? Werden jetzt alle Fackeln gemacht? Ich glaube nicht, oder? Dann mach erstmal hier die Fackeln weiter. Das ist mir hier zu dunkel, das muss heller werden. Überall bitte einmal Holz rein. Und hier auch noch. Ich glaube, das war die letzte Fackel, oder? Okay, dann geht's schlafen. Alle gehen schlafen, außer Paige. Die geht jetzt noch kochen. Wenn sie nicht ins Bett geht, dann wird sie hier erstmal die Küche reinigen, weil das sieht unmöglich aus. Batterie ist voll, das ist schon mal gut. Okay. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht für die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.